aber für Frank jetzt auch noch unterschreiben, oder? Ja. In Druckbuchstaben. Schritten anfangen, so die ersten Konzerte, da waren irgendwie 5 Mann da, dann wurden 6, 7, 8, irgendwann 10. Dann ist das halt auf dieser ersten Tour mit der neuen Platte halt relativ, für uns hat sich das krass entwickelt. Und wir kommen halt aus dem Bereich, wo wir sehr, sehr viele Bands kennen, die auf diesem DIY-Level arbeiten, wo wir uns auch noch hinziehen würden. Und es gibt unfassbar gute Acts, die aber
leider die großen Agenturen oder auch die Labels vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Und Grand-Tempo Clef, unser Label, und Carsten Jant, unsere Booking-Agentur, die finden das immer total toll, dass wir halt dann irgendwann sagen, die Jungs würden wir gerne mitnehmen, und dann spielen auch meistens die örtlichen Veranstalter dann auch mit. Und so war es jetzt für uns, dass Ashes of Pompeii beispielsweise eine Band ist, die uns in der unserer anfänglichen Musik-Anfangszeit, wie man das so nennt, sehr begleitet haben. Und wir dürfen jetzt diese für uns dann auch schon gehobenen Herren mitnehmen. Das fühlt sich für die Band dann einfach unfassbar gut an. Das macht Spaß. Sind Sie also selber Fans von den beiden Bands? Ja, ich verstehe. Also, das kann man schon so bezeichnen. Das ist halt voll geil, die kannst du halt einfach oft sehen, dann hintereinander. Und das ist auch das, was so eine Tour danach überdauert, so die Geschichten, die du auch mit den anderen Bands dann halt irgendwie hast. Es ist ab dem ersten Tag immer so eine Art Klassenfahrt. Und das macht immer sehr viel Spaß für uns als Band. Gibt es irgendwie Unterschiede zwischen Deutschland und Schweiz? Die Schweiz? Die Schweiz ist immer sehr kaufwillig am Merchandise-Stand, weil wir einfach nicht diesen Kurs machen, so dass man das so irgendwie höher setzt, weil in der Schweiz halt die Leute halt mehr für gewisse Sachen ausgeben, weil das halt einfach so ist. Deshalb freuen die sich immer total, wenn sie dann so ein Sportpreis-T-Shirt mitnehmen können. Das ist immer ganz cool für uns. Publikumsmäßig überhaupt nicht. Ich glaube, der deutschsprachige Raum tut der Band, die auch deutsche Texte dann schreibt, dann immer sehr gut. Und, aber in Wien waren wir persönlich jetzt noch nie. Ne? Wien waren wir noch nie gespielt. Das wurde uns immer so ein bisschen vorgeworfen, dass wir noch nicht nach Wien gekommen sind. Das war also deshalb, mal sehen, was da passiert. Und, in Zürich waren wir schon bei einem kleineren Club, das ist ein bisschen größer geworden. Aber Österreich, Schweiz war bisher immer sehr gut zu uns. Glaube ich auch, dass es dieses Mal wieder schön wird. Wird's. Ich glaube, wir kommen eigentlich nur aus unserem Boden raus, wenn wir uns in diesen Bus setzen mit der Band. Außer ich gönne mir jedes Jahr 5 Tage Snowboard, und das mache ich im Urlaub. Da fahre ich sehr auf das Zillert. Das gönne ich mir aber 5 Tage im Jahr. Und dann bin ich in Österreich. Die Schweiz ist zu teuer. Etwas lautere, kranniger und auch brülligere Musik zu machen. Und ich finde es super schön, dass Festivalveranstalter nicht nur in Bezug auf Fjord, sondern in dieser Saison sehr viel Mut haben, mal einen Act mit auf die Bühne zu nehmen, der halt nicht im geraden Fahrwasser verläuft, also im geraden Radio-Fahrwasser. Wir mögen super viele der Bands, wie große Bosse-Fans, beispielsweise dann, mit denen kommen wir 3 Tage hintereinander halt irgendwie Festivals spielen. Aber es ist schön, dass mal wieder so im Musikmarkt sich was getraut wird. Das ist total toll. Wenn man so kräftigere Laute und die Leute feiern es auch. Die Leute sind ja da, die Leute haben ja Bock. Und das ist sehr schön. Gibt es irgendwelche Festivals, die wir selber sagen, da möchte ich spielen, wenn ich da spiele, da habe ich es erwartet? Ich glaube, wir haben echt bisher schon so viele Sachen gerade machen dürfen, dass wir da gar keine Wünsche mehr haben. Ohne Spaß, gar keine Wünsche mehr haben. Das ist halt echt krass. Wir haben irgendwie jetzt hier wir waren noch ein paar mit der Schranke, wir haben das Zauberzeichen gespielt, wir waren sogar Hurricane und solche Sachen. Das ist halt einfach, da braucht man irgendwie gar nicht mehr nach weiter spielen. Das sind so Dinge, die nimmt man so und sagt so, gut ab, danke. Ich glaube, da gibt es sonst. Ich glaube so, wir gucken sehr viel, also für mich persönlich wäre C-Jet mal sehr schön, weil ich da noch nie war. Und weil es halt einfach so, ja, einfach in Ungarn ist einfach man mal, also raus aus dem deutschsprachigen Raum her. Und man sieht, genau, man sieht, wie die Leute dann reagieren auf sowas. Also, das wäre mal schön. Aber ihr seid alle so top organisiert, also auch Flair besonders. Aber
man wird immer so herzlich empfangen, man hat alles, man kriegt Bier umsonst, man darf was essen. Und so. Wahnsinn. Euer zweites Album Kontakt kam ja im Januar raus. Wie das Cover sieht da schon ein bisschen aus. Ich glaube, den Buchstaben, der auf dem Cover drauf ist. War das bewusst gewählt, dass auch Leute, die nicht sehen können, diese Musik erfüllen können? Ja, das kommt im Entwicklungsprozess so einer Platte immer mehr. Das ist ja so ein Puzzle, wo du am Anfang überhaupt gar nichts schmeißt. Alles in einen Raum und setzt sich alles irgendwie zusammen. Und wir wussten am Anfang nicht, dass die Platte Kontakt hat. Dann war irgendwann so das Wort im Raum, stand im Raum, wo wir sehr viel mit verbinden konnten. Und ich glaube, das sind immer so diese bildlichen Worte, die bei Fjord uns irgendwie weiterbringen. Und dann, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, hat gesagt, lass uns das mal in dieser Peilschrift probieren. Um den Bezug da halt zu haben, dass wir Kontakt halt auch fühlbar machen wollen, überall. Nicht nur über die optische Ebene, über die Audio-Ebene, sondern einfach mal sagen, wir möchten auch in diesen Kontakt einfach herstellen, diesen direkt. Und dann geht ja sowas, man kann das ja so mit so einem so Lack auf eine Platte drauf machen. Und dann hat das Label gesagt, wir können das machen. Und ja, dann haben wir das mal gemacht. Wir waren doch schon immer eine Band, die sich halt sehr ungeschönt und sehr unmittelbar mit den Sachen auseinandergesetzt hat. Das heißt, wenn wir schreiben, dann müssen wir so Dinge sehr nah an uns ranlassen, um überhaupt schreiben zu können. Das heißt, im Prozess des Schreibens kam immer dieses Wort und das fasst einfach unglaublich gut zusammen, was wir überhaupt in dieser Mucke machen wollen. Es ist halt nicht nur einfach reinschieben und hören, sondern du musst es halt irgendwie, du musst es halt berühren, so. Es fasst dich irgendwie an und sowas. Das ist halt das, was wir gerne mit der Mucke erzielen möchten und deswegen halt so nimmst du die Hand, also fühl das. Das war so das Sinnbild, was uns da nicht mehr losgelassen hat. Gibt es irgendwelche Künstler, wo ihr selber persönlich sagt, den möchte ich gerne Feature-Frage machen? Oh, ich glaube, das ist immer so diese Feature-Frage. Es gibt sehr viele Künstler, die wir sehr, sehr, was heißt verehren, aber wo ich schon sage, krass, was ihr da so gemacht und was ihr schafft und nicht nur auf der Bühne, wie ihr euch engagiert, auch außerhalb der Bühne, wo ihr politisch für einsteht, vor allem in der heutigen Phase, da haben wir schon sehr viel. Aber dieses Featuring, ich glaube, da sind wir gar nicht so großer Freund von, zu sagen, man zieht sich jetzt den Künstler auf die Platte und dann ist immer so die Frage, um dann was? So, das ist ja immer so die Frage. Und man einfach sagt, wenn man mal an einer Stelle im Song merkt, so an dieser Stelle habe ich jetzt nur diese Stimme im Kopf von diesem einen Künstler und das würde wie Arsch auf einmal dahin passen, dann wäre sowas jedenfalls mal so eine Überlegung wert. Aber bis dahin ist es so, haben wir die Songs schon in unserem Kopf, alles, was wir da haben. Und es war bisher noch nie dieses Wünschen, zu sagen, wir brauchen jetzt an der Stelle Motrip oder wir brauchen jetzt an der Stelle Curse oder was weiß ich. Das wäre schon ziemlich cool. Das wäre ja schon ziemlich cool, aber vielleicht kommt das ja. Vielleicht kommt das ja, das also weiß man ja nicht. Wer weiß, wer weiß. Irgendwas Neues im Laden? Ich glaube, wir sind da, also wenn wir eine Platte geschrieben haben, dann sind wir es erstmal leid, Musik zu schreiben, weil wir halt da, wie auch allgemein mit dem Musikansatz, wir das sehr intensiv machen. Also wir schreiben und schreiben und schreiben, feiern, basteln, gucken an allen Details, bis wir irgendwann einfach nicht mehr können und sagen, okay, man ist den Schlussstrich, das ist jetzt eine Platte. Und danach brauchen wir erstmal eine gewisse Zeit, wo wir erstmal nicht überlegen, okay, wie schreiben wir jetzt einen guten Song. Da sind wir noch so ein bisschen drin. Deswegen schieben wir jetzt noch nicht so irgendwie vorwärts auf eine neue Platte oder sowas. Aber wenn der Tag dann irgendwann mal kommt, weil dass wir sagen, jo, lass uns mal wieder treffen, was spielen zusammen. Ich habe Ideen, ich habe irgendwie was ich bewegt, worüber ich schreiben möchte. Dann wird es auch sicher eine neue Platte geben. Aber wir brauchen immer so ein bisschen Ruhezeit. Man ist ja keine Maschine. Und Songs zu schreiben aus einem gewissen Punkt, dass man dann wieder etwas braucht, so macht einen Song definitiv schlechter. Das ist einfach meine Meinung, unsere Meinung. Auch wenn dann 5 Jahre keine Platte kommt, dann ist 5 Jahre halt einfach nichts Nennenswertes zu sagen gewesen oder zu schreiben, was auch völlig okay ist. Und hängen wir irgendwo ab auf der Wiese oder sowas. Wenn was kommt, darauf, vielleicht kommt das, da müssen wir mal abwarten. Also sind wir definitiv Vertreter der Theorie, so entweder ist es halt richtig gut oder wir lassen es. Also sonst, wenn wir selber nicht denken, ey, das ist jetzt echt
richtig gut und es ist es wert, das irgendwie rauszubringen, dann lassen wir es lieber. Weil wir sind da immer selber sehr, weiß ich nicht, wir haben einfach keinen Spaß dran, wenn das jetzt nicht so 120% erfüllt. Ja. Aber was ist denn, sind da jetzt auch so Aufgaben drin? Oder wir, also, ich muss hier reingehen. Einfach mal den hier. Klatsch, Matsch hier noch mehr. Wenn ich jetzt hier Bier drüber kippe, ist das auch kaputt. Klatsch doch, Matsch. Achso. Können natürlich hier sowas nehmen. Warte. Also das ist jetzt hier diese Seite. Klatsch, Matsch hier noch mehr. Pass auf, komm, dann machen wir jetzt hier mal, nehmen wir so einen Becher da weg. Machen wir den Becher da weg. Nehmen wir jetzt so ein bisschen Rind, auch von eurem leckeren Rindmulch. Rindmulch. So, komm auf. Jetzt wird das hoffentlich dreckig. So, jetzt kommt das da drauf. Jetzt müssen wir das verreiben, glaube ich. Das funktioniert nicht. Ja, wir haben immer so schönen Rindenmulch. Also, wir haben keinen richtigen. Das funktioniert so ein bisschen. So ist gut, aber jetzt muss er trocknen. Jetzt müssen wir da noch reinschreiben. Frank. Ja, sieht doch gut aus. Schön. Du bist ja jetzt ein bisschen trocken, glaube ich. Ja, das trocknet schon noch. Oh, ja.